Ja, nach mehreren Fails haben wir es jetzt geschafft. Hallo und herzlich willkommen, sagen wir. Hallo? Hallo? Ja, scheiß Spark und? Hallo? Hallo, hallo? Quillen. Hallo, ja. Hallo, hallo? Endlich diesen blöden Flugspruch zu vervollständigen. Also es hat echt ein bisschen gedauert, deshalb haben wir es offscreen gemacht. Und es ist uns sogar gelungen, auch noch Katzenhaar von der Katze zu kriegen. Es tut mir leid, dass er das jetzt nicht gesehen hat. Aber sie saß da gerade, oder der Kater saß da gerade so nett. Und da dachte ich, da die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Schön. Und das ist alles, was wir hier momentan brauchen. Mehr Sprüche gibt es noch nicht. Und ich nehme jetzt auch nicht den ganzen Klumpatsch da mit. Ich speichere aber diese Folge auf jeden Fall nochmal ab. Weil das, was man hat, das hat man, ne? Und jetzt... Ah! Oh Gott! Was? Jetzt wäre ich hier fast runtergeflogen. Der Zauber wirkt wohl schon. Ja, das ist wieder die Katze. So, wir sagen Pull Lever. Genau, und Pull. Ja, komm, Pull. Nicht Ull. Pullburg. Sehr schön. So, dann sieht nämlich alles wieder so aus wie vorher. Und wir tun auch den Magic Wand auf jeden Fall wieder hier rein. Unlock Cabinet. Aber könnte der böse, böse Zauberer nicht bei der Katze nachgucken und dann merken, dass ihr ein Haar fehlt? Das könnte er wohl tun, aber ich glaube, gar so klug ist er doch nicht. So. Na, die jeden Tag nachzählt, die Haare, kann sein, ja. Ja, also ich zähle nie die Haare meiner Katzen. Ja, aber du bist ja auch kein böser, einsamer Zauberer, der ganz komische Hobbys hat. Woher willst du das wissen, Schein? Geh ich jetzt mal einfach so voraus. Ja, aber wer weiß, vielleicht ist es in Wirklichkeit alles ganz anders, man, ja? Man sieht ja bei Menschen zuerst immer die positiven Dinge. Sollte man zumindest, ja. Als hoffnungsvoller Optimist auf jeden Fall. Aber wer weiß, was sich für düstere Seiten in mir verbergen. Sollte ich irgendwann mal bei dir zu Besuch sein, werde ich mal alle Bücher so aus dem Regal ziehen, um zu schauen, ob da nicht ein geheimer Hebel in der Wand verborgen ist. Oh mein Gott, dann muss ich das zuzementieren, so ein Mist. Das macht die Sache ja nur noch auffälliger. Das würdest du gar nicht sehen. Ich gehe mal hier normal den Berg runter, weil der so fies ist. Und hier mal nämlich, hatten wir das eigentlich schon gezeigt? Oder war das in einer versiebten Folge? Ich glaube versiebt. Ja, da warst du schon unten. Okay, dann schmeißen wir mal runter. Damit wir mal einmal gestorben sind hier. Auch on, also, und zwar so, dass man dann auch das Spiel wieder laden kann. Live. Und nicht irgendwie im Nirvana endet. Mit seinem Speicherstand. Das würde schon passen, eine schwarze Katze hast du ja auch, ne? Ja, das ist wahr. Das ist vielleicht deine Lebensgeschichte hier? Nein, ich habe die Gwydion geheißen und meine Schwester heißt auch nicht... Oh Gott, jetzt habe ich gespoilert. Scheiße. Weil... Das piepst du raus. Das piep ich raus, ja. Genau. So, jetzt gibt es einen kleinen Blind Walk. Weiß ja auch, wer der Vogel ist hier. Das ist Gwydion. Genau. Also abwärts! Zu wem er gehört, meinte ich. Ja, weil ich habe mich wirklich beim ersten Durchspielen gefragt. Das wusste ich aber auch nicht, bevor ich das Ende dann gesehen habe. Klar. Wird doch nicht gesagt. Doch, es wird gesagt. Ja? Echt? Ja. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Hinterm Stoin. Ja, das ist so fies. Wir haben ja auch diese Magic Map. Mhm. Die nützt uns nur jetzt. Ah! Herzlich wenig Scheiße. Passiert. So, jetzt speichern bitte. Also das finde ich so unfair, diesen Mist hier. Und du hast ja in dem Spiel noch nicht mal die Maus. Das ist richtig gemein. Ich glaube, es erst ab dem vierten, oder wie? Ja, ab dem vierten. Also es gab sie, das gab die Option auf, juhu, auf Maus. Wenn man natürlich noch keine Maus hatte, dann musste man mit Tastatur. Und ich habe es dann in unserem Let's Play, also mit der Anna habe ich das ja geletsplayt, da habe ich dann teilweise bei solchen Stellen hier... Stimmt, oh, ein Igel kommt, wie schön! Wie schön, da kann ich mich gleich noch die Adlerfeder mitnehmen. Ja, jetzt kann es Schein wieder seinen Song anstimmen.
Habe ich was gesungen? Ich habe eigentlich nur gesagt, Fly Like an Eagle. Falls du darauf Fly jetzt. Like ja. an Eagle. Ja, sing's doch. Ich kann das nämlich nicht singen. Ich kenne das Problem, ich kenne den, ich habe das Lied zigmal gehört, weil ich als großer Basketball-Fan mir damals diesen ollen Space Jam Film zigmal angeguckt habe, aber den Text habe ich mir nie irgendwie wirklich gemerkt. Ich kenne die Stelle. Ja, so. Dieses andere schöne Lied I Believe I Can Fly. Ja, das ist auch schön. I Believe I Can Fly. Furchtbar. I believe I can touch the sky. Ja, es ist eine volle Schnulze. So. Fly wir sind like hier recht Eagle. Erfolgreich. Fly like an Eagle. Aber sowas kann ich alles mit singen. Anna will immer sowas mit mir singen, aber ich kann das nicht. Nee, ja. Anna kann singen. Anna kann richtig gut singen, Schein. Nee. Doch. Ja, alle meine Hähnchen. Nein, die singt richtig gut. Ja, ich möchte es gar nicht hören. Doch, hör sie mal an. Es ist richtig gut. Egal. Hack doch nicht immer auf ihr rum, was soll das? Kann ich bestätigen, dass sie gut singen kann? Ja. Siehst du, da hörst du es. Wenn ich nicht auf ihr rumhacke, wer denn dann? Es kann ihr doch nicht jeder Honig um den Mund schmieren. Außerdem gehört das halt einfach dazu. Ja, aber doch nicht, wenn sie nicht hier im Let's Play mit anwesend ist. Ach, die hat bestimmt auch schon über mich hergezogen, wenn ich nicht dabei war. Weiß ich nicht. Also mit mir nicht, glaube ich. Ich gehe mal einfach davon aus und wenn nicht, ja. Ja. So, jetzt bin ich am Überlegen, was ich möchte. Echt? Ich möchte jetzt zu den drei Bären. Die drei Bären. Ja, jetzt haben wir nämlich erstmal. Jetzt drehen wir erstmal wieder hier auf A. Speed auf, faster. Da kommen manchmal Räuber, die möchte ich vermeiden. Faster. Die klauen nämlich all mein Zeug. Montez. So, einmal drei Bären. Sehr schön, wir können auch erstmal in diesen Dings hier reingehen. Ja. Ist das ein Anker? Ja, das ist ein Anker. Wir können hier mal Look machen. So. Schein bitte, damit du mal was anderes erzählst. Ja, bitteschön. Du bist der von der, du bist Crane, die Hütte oder was? Naja, der Seaside Town reingegangen. Rauch kommt aus dem Haus und aus den Lähen und überdeckt den Ozean. Der Pier streckt sich in die ganze Bucht. Neben dem Pier bemerkst du einen Laden und eine Taverne. So ist es. Und in die Taverne gehen wir rein, in den Laden noch nicht. Moos Taverne. Yeah, endlich mal trinken hier. Ist dort jemand, der reinscheißt? Ist hier jemand, der hinscheißt? Nein, das andere war schon richtig. Eine etwas Barmaid. Was hat die? Also sie ist ziemlich dominant oder irgend sowas. Und du hast so den Eindruck, dass sie sich keinen Scheiß von irgendjemand gefallen lässt. Okay, look. Also ein Schankmädel ist das eindeutig. Ja, ein bisschen Rum, ein bisschen Wein, extra alles für uns. Und eine hübsche Barfrau steht da, aber die will nicht mit uns reden. Ey, wo sind die Piraten oder die Leute? Open Door. Da sitzen sie. Wunderbar. Sie sind nicht die Scumbar, oder? Das ist nicht die Scumbar. Jetzt muss ich mal eben was überlegen. Wo sie bewegt sich? Weil ich möchte mich nämlich hier und jetzt in eine Fliege verwandeln. Bisschen Ausschnitt fliegen? Nein, ich möchte ihr nicht in den Ausschnitt fliegen. Schade. Ich möchte, obwohl das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass Quiddian das tut. Der ist viel zu anständig, im Gegensatz zu manchen anderen. Ja, du müsstest dich in Larry Leffer verwandeln. Dann könntest du da mal ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Ramalama machen, da sieht das Spiel aber leider nicht vor. Puff, puff. So. Kann man nicht einfach und eingeben, transform into Larry? Nein, dafür gibt es leider keinen Spruch. Aber wir können uns jetzt in eine Fliege verwandeln. Das denke ich auch. Sagen, did fly in essence. Okay. Ja, und wir sind eine Fliege. Oh Gott, das ist ein Pixel. Ja, das ist ein Pixel. Das ist Power vom Feinsten. Und die beiden reden nämlich. Könnt ihr beiden machen. Also du hörst hier eine Unterhaltung der zwei Banditen an und einer sagt...
quiekte wie ein Schwein und das Seil um sein in der großen Eiche. In der großen Eiche? In der großen Eiche. Funktioniert super. Jetzt wird keiner unser Versteck finden. Nicht mal dieser Zauberer. Nicht mal dieser blöde Zauberer. Genau. Das ist, glaube ich, auch schon alles, was wir wissen wollten. Fly. Das ist ja richtig Horde der Piraten, das Flying. Fly begun. Und die haben auch einen Plasma-Fernseher an der Wand. Myself. Alle Zahlen reichen in diesem Land, ey. Unglaublich. Okay. Aber für mich sieht das, also mit der Barfrau sieht das für mich eher nach Oktoberfest aus, als so Piratenmäßig. Da hast du wohl echt recht, wie so ein blondes Gretchen. So, wie ich möchte mir den, ich kann nur dreimal fliegen. Hier gibt's Zeit, noch was. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch, bis der Zauberer zurückkommt? Reicht noch. Wir haben jetzt noch nicht mal 10 Minuten und 25 haben wir. So, hier können wir noch was mitnehmen. Get Mistletoe. Jo, das nehmen wir mit. Ja. Hier sind die drei Bären. Das ist blöd. Die sind aber auch gerade zu Hause. immer noch. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich weiß es gar nicht mehr. Brauche ich nicht irgendwie Wasser oder sowas? Quinn, kannst du mal bitte gucken, ob ich für irgendwas Wasser brauche? Ich gucke mal. Hast du das Fisch? Oh, nee, da können wir später rein. Cat. Ah, scheiße. Kaktus. Und hier ist kein Porridge auf dem Tisch, Mist. Ich muss da mal raus. Das ist du. Du brauchst eine Hand, einen Daumen voll du in Front des Familienbärhauses. Ja. Und auch du ist das dumm? Keine Ahnung. Du ist Tau. Tau, okay. Das war fast richtig. Ja. Nö, das andere ist hier nicht so. Mistletoe hast du ja schon. Greetings. Nee, nicht. Hier. Tree with a hidden ladder. Genau. Da, Acorn, genau. Ja, die brauchen wir, ne? Okay. Und hier, reach in tree. Look in home. Genau. Und das ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Wir könnten uns jetzt nochmal in eine Fliege verwandeln, aber den Fliegenzauber möchte ich mir für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Und da wir ja den beiden Piraten zugehört haben oder diesen beiden Räubern, wissen wir ja, dass da irgendein Seil drin ist. Also sagen wir einfach Reach in O. Und das machen wir. Und was kommt da? Eine Leiter. Hurra! Oh mein Gott! Ja, ist das nicht toll? Wir müssen jetzt in dieses Baumhaus der Räuber gehen. Da kann man diverse Male sterben oder einer ist immer wach. Wir sind wieder für euch da, wenn der Räuber schläft. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird super spannend. Bis dann. Bleibt dran. Tschüss. Ciao.